Dankeschön. Das ist ganz schön. Guten Abend hier im Radekulturhaus zu Hause in ORF 3. Die Tafelrunde ist wieder da. Sehr lieb. Dankeschön. Das ist lieb, wenn man so empfangen wird. Vielen Dank, wir sind wieder da, die Tafelrunde ist da, Ende Februar. Wir können auf ein ganzes Monat zurückblicken, wo irrsinnig viel los war. Es ist großartig und ich finde es gut, dass die Satire endlich wieder dort ist, wo sie hingehört, auf der Bühne, im Fernsehen, in ORF 3, im Farbfernsehen, bei Ihnen zu Hause und nicht vor den Gerichten, weil da war viel los in letzter Zeit, bis narrisch. Sehr viel Lustiges, nicht? Der Schäuber hat einen Prozess gehabt, dann die Tagespresse hat sich mit heute gematcht um ein Foto und wer dann wem was zahlt, war auch schön. Und der, unser allerlieber Sebastian Kurz natürlich hat auch den ersten Auftritt gehabt. Der ist war überraschend, ne? 8 Monate, ich weiß, nicht rechtskräftig und so und möchte auch nicht viel drüber sagen, nur dass der eine oder andere Scherz nur bedingt lustig ist. Aber es war ein krasser Prozess. Das geht schon, gell? Nein, aber es war nicht die Woche vom Ex-Kanzler Herzen, muss man sagen. Also ich glaube, dass ihn das Urteil auch überrascht hat und dass er nicht glücklich ist. Aber schauen wir mal, was rauskommt am Ende. Was schon schlimm ist, glaube ich, haben Sie die Fotos gesehen? Was ist denn da los mit dem Gesicht? Da schaut schon ein kleiner Gusenbauer aus, gell? Muss man sagen, da. Das Limfit, der presst schon ein bisschen. Ne? Also das, hab ich schon gedacht, Jesus, na, der taschierst wem im Knopf. Ja? Also das war. Aber das, wie gesagt, wird irgendwann entschieden werden. Bei uns ist das Urteil gefallen und sie sitzen alle nämlich hier in der Sendung, solange sie dauert. Nur die Besten der Besten. Mit einer Premiere heute bei der Tafelrunde aus der Steiermark, Chrissi Buchmasser. Musik des Jailhouse Rock übrigens. Mit dabei ein Wiederholungstäter, Gary Seidel. Bei uns Lydia Brenner Kasper. Manchmal fragen die Menschen, kann jeder zur Tafelrunde kommen? Nicht jeder, aber Gabriel Castaneda. Premier zum ersten Mal mit dabei, live auf der Originalkirchenorgel, Florenz Reitner und die Hefenburm. Das ist doch schön. Das ist doch schön, oder? The Jailhouse Rock zu Beginn. Aber lass uns über andere Dinge reden, die im Februar waren. Da war viel dabei. Ich finde, für alle war was Schönes dabei. Wir hatten Semesterferien, wir hatten den Opernball, wir hatten den Villacher Fasching, lauter schöne Sachen. Na, ich schau gern Villacher Fasching, taugt mir sehr. Ich schaue aus Tradition, schaue ich mir den immer an. Heuer habe ich mir gedacht, er war ein bisschen zacher als in den letzten Jahren. Bin ich dann draufgekommen, als waren die Aschermittwoch reden von den Politikern. Ja. Na, aber ich möchte gern über schöne Dinge reden, über den Opernball. Ich liebe den Opernball, wir sind in ORF 3 im Kulturpublikum, oder? Also, der Opernball ist so großartig, ich mag den so sehr. Ich warte dann immer auf die Interviews und auf die Stars und ich meine, ehrlich, es war die Priscilla Presley da. Die Priscilla Presley. Oder wie der Lugner dann gesagt hat, die Priscilla. Nicht die Priscilla, hat er sich dann ausgebessert. Die Janine Schiller war billiger gewesen, glaube ich, aber ob 40 Millionen Miese oder 41 Millionen, auch schon wurscht, ne? Das ist egal. Oder wie der Benko sagt, die Song hätte ich gelernt. Nein, die Priscilla Presley, das ist schon groß. Die Ex vom King of Rock'n'Roll war da. Ich finde, das war großartig. Man muss sich das richtig einteilen. Wie die Ex vom King of Rock'n'Roll geht mit jemandem zum Ball, der 3 Jahre vor dem King of Rock'n'Roll geboren ist. Ja. Das ist schon gut, oder? Mörtel hält ewig anscheinend. Ja, da sitzen wir dann daheim irgendwie und schauen dazu und im Pyjama und dann rechnen wir uns das durch, weil wir eine Flasche Prosecco und ein paar Würstel und ein paar Brotel und dann rechnet man durch, was das kosten würde, 2 Eintrittskarten, ein bisschen was trinken, kleines Bier, 14 Euro oder so. Und dann denkt man sich, geil, ich habe 1200 gespart, herrlich. Oder? Wahnsinn. 1200 Euro oder wie man in Österreich sagt, ein Tag Semesterferien mit der Familie. Ja. Wahnsinn. Das finde ich ja nicht mehr lustig. Also jetzt lassen wir mal die Skikartenpreise beiseite und ob es jetzt noch Schnee gibt oder nicht. Aber die Skihüttenpreise, ich meine, wo sind denn die angerannt? Ich weiß nicht, ob sie Skifahren waren, aber ich sage nur schöne Grüße nach Saalbach-Hinterklemm, da war ich am Wochenende. Skiwasser, 6 Euro. 6 Euro für ein Skiwasser.
Was ist mit euch los? 13 Euro für Kaspresknädelsuppen. Und bevor jetzt der Sepp, was machst du? Der Sepp Schellhorn anfängt zum Ausreiten, warum das so teuer sein muss. Es geht um fucking Skiwasser. 6 Euro, das ist ein Himbeersirup und Leitungswasser. Und es ist kein Himbeersirup, wo über Jahre ausgebildete Mitarbeiterin mit weißen Handschuhen sonnengereifte Himbeeren einsammeln und in einem eigens gehauenen Durchgang, der mit Marmor ausgekleidet ist, dass dann ohne Presse nur durch die eigene Kraft mit irgendeinem Biozucker ein Sirup herauskommt, der über 8 Jahre eingesammelt wird. Das ist ein Sirup, der im 5000 Liter Kanister kommt, ja? Und Leitungswasser. 6 Euro. Da kriegt man sogar beim Kanzlermenü mittlerweile als alleinerziehende Mutter 3 Cheeseburger. Ja? Ja. Und die Kaspresknädelsuppen, die kommt aus dem 25 Kilo Pulverkarton. Ja? 3 Schöpfer sind 40 Liter Suppen. Ja? Und das braucht man nicht kommen mit dem Vergleich zum Opernball. Ja, da ist auch teuer. Ja, ey. Aber der Opernball ist auch keine Familienveranstaltung und immerhin singen dort die Größen der Oper. Ja? Und auf der Skihütte habe ich 3 weiße Tauben, scheiße dich zu, kukuruku. Ja. 6 Euro, das sind in Schilling, man rechnet es nicht mehr um, aber das sind in Schilling viel. Ja. Das ist echt nicht mehr normal. Ja. Wobei das auch, das hat mein Vater immer schon gesagt, das ist alles nicht mehr normal und da hat er recht. Und der Opa hat immer schon gesagt, die Depperten sterben nicht aus, da hat er auch recht. Ich habe was gelesen im Februar, wo ich mir zuerst gedacht habe, das ist ein super Schmäh. Da waren der Seidel und ich waren frühstücken. Aber ich habe gesagt, das habe ich in der Zeitung gelesen. Und habe zuerst gedacht, das ist ein Schmäh von der Tagespresse gewesen. Aber nein, es war echt die Tierschutzorganisation PETA, machen ja auch vernünftige Sachen, wollen Karussellpferde verbieten. Also jetzt nicht, falls wer kennt, aus dem Wiener Prater, wo Ponys im Kreis geführt werden und Kinder oben sitzen, sondern die Karussellpferde, die auf dem Ringelspül, also aus Holz, aus Plastik, die wollen sie verbieten, weil damit Kinder nicht lernen, Tiere sind zum Spielen da. Na, Alter. Na, irgendwann ist gut, ich bin sehr verständnisvoll für alles, aber da hängt es mir aus. Was kommt als nächstes? Der ÖMTC sagt, ja, aber Moment, wenn die Pferde gefährlich sind, dann muss man auch diese falschen Motorräder, die in der Kurve nicht umfallen, die muss man auch abmontieren. Ja? Dann kommt die Berufsfeuerwehr, ja, und da sind Feuerwehrautos drauf, da kommt aus dem Schlauch kein Wasser. Wahnsinn! Und der Hubschrauber, der Polizeihubschrauber, der fliegt nicht einmal, ist ein Skandal. Ja? Das ist echt absurd. Ich habe mir dann überlegt, wie schaut das Ringelspiel der Zukunft aus? Wie schaut das Ringelspiel aus? Das passt quasi. Das ist dann, glaube ich, ein Ringelspiel, also nur mehr die Scheibe, die sich aber nicht bewegt, weil sonst könnte sie aber wehtun. Und da ist auch nichts oben. Also das ist quasi nur eine Scheibe und die ist aber beheizt, weil sonst ist es kalt. Und am Ende kommt man drauf, vielleicht ist die Welt doch eine Scheibe und es fallen nur die Falschen runter. Ja? Vielen Dank. Absurd. Darum würde ich sagen, starten wir das Karussell der Tafelrunde mit allem, was dazugehört. Ich freue mich, dass sie da ist heute hier. Lydia Brenner-Kasper. Vielen Dank, ja. Ich beschäftige mich ein bisschen mit Wissenschaft und in wissenschaftlichen Studien hat man jetzt herausgefunden, wenn man einen Mann fragt, Schatz, was denkst du? Und er sagt nichts, dann ist das nicht einmal gelogen. Ja, nein, so ein Männerhirn hat den Off-Modus erfunden. Ja? Und das ist was Gutes, bitte, ja? Weil die machen sich nicht dauernd Gedanken über Probleme wie wir Frauen oder so. Nein, Männer, die merken oft erst, dass Beziehungsprobleme haben, wenn sie in einem anderen Bett aufwachen. Ja, und das ist nicht immer ganz rechtzeitig, muss man dazu sagen. Ja, und deshalb muss man sich manchmal auf Probleme aufmerksam machen. Und bei uns letztens war das so, also mein Mann, der hat alte Schulfreunde zu uns eingeladen von sich, die wir zum Glück nicht oft sehen. Weil ich finde die ein bisschen, ja, aber wurscht. Ja. Und wenn wir Gäste haben und mein Mann hat ein bisschen was getrunken, dann hat er so die Angewohnheit, dass er so ein bisschen den Zampano noch aushängen lässt. Ja, da kriegt er so ein übersteigertes Selbstvertrauen. Gell? Obwohl ich ja finde, dass die Eigenschaften, auf die er sich wirklich was einbilden könnte, die werden ja mit jedem Glas ungefähr im gleichen Verhältnis weniger, wie sein Selbstvertrauen steigt. Ja, seine blöde Schere, die da auseinanderklafft. Ja? Nur dazu, wenn seine alten Schulfreunde da sind. Ja? Und ganz besonders die Conny, auf die sie damals alle so gestanden sind. Ja,
seine blöde Gurken, sage ich wirklich. Ist so eine, na, ich weiß gar nicht, was an der so besonders ist, warum die alle nachrennen, keine Ahnung. Also der hat sicher der Quer, sicher. Ja. Also, Sie wissen schon, nicht der Längs, sondern der Quer. Ja. Ja, die meisten Frauen haben es ja der Längs, ja, damit sie beim Gehen nicht schmatzen. Ja. Aber der hat sicher der Quer, sicher. Ja. Ja. Und je andudelter mein Mann ist, desto lustiger findet er die Trutschen. Ja, genau. Ja. Und ich bin 2 Stunden in der Küche gestanden und habe mich ums Essen gekümmert für die ganze Bagage, gell? Setz mich zum ersten Mal zum Tisch dazu und da höre ich, wie mein Mann der Fuffi so entgegenlallt, gell? Ey, Conny, kannst du dich noch erinnern, wie ich damals auf deiner Hochzeit als Trinkspruch gesagt habe? Die Conny ist eine scharfe Hitten, leider ist bewohnt. Und die Conny macht, also dein unwiderstehlich guter Humor war ja schon immer unschlagbar. Und er sagt, ja, was soll ich machen? Ich bin halt eine Spaßkanone, gell? Ja, und da merke ich schon, wie es mir da aufgeknädelt, da wäre ich narrisch. Und da hat es mir die Augen hat es mir da auf. Das kann ich überhaupt nicht verhindern. Die drehen sich einfach in den Tee, da kann ich nichts tun. Ja? Und in dem Moment schaut sie mich an und sagt, ja, Lydia, ich hab geglaubt, du bist privat auch so lustig gelacht. Mal ein bisschen. Ja? Und mein Mann stupst die Conny an und sagt, ja, ein bisschen Humor kennt der wirklich nicht schaden, sag ich da. Und da merke ich schon, wie es mir aufsteigt. Da merkt man, ja, da wäre ich narrisch. Ja. Aber mir sieht's nichts an. Nein. Meine Gesichtszüge, die bleiben ungerührt wie auf einer Überdosis Botox. Ja. Aber innerlich legt die vernünftige Großhirnrinde ihre Arbeit nieder und die hochemotionale Amygdala übernimmt das Werk. Ja? Blutdruck, Puls, Adrenalin, auf bis zur Schädeldecken. Ja? Ich möchte die übertuschten Wimpern am liebsten einzeln ausrupfen, ja? Oder wahlweise Feuer spucken und dem Gatten somit das Brusthaar warm abtragen. Aber mir sieht's nichts an. Na, ich bin eine Königin. Ich brauche keine Panzerfaust, ich kann das mit den Augen. Und deshalb schwebe ich elegant in die Küche, atme tief durch und schlatz der Funsen erst einmal ins Tiramisu. Ja, ja, da fällt es farblich am wenigsten auf. Und mir ist den Rest des Abends auch wieder ein bisschen leichter. Ja, genau. Und ich meine, irgendwann einmal verabschiedet man die Gäste dann auch und sagt, Papa, das machen wir bald wieder. Gell? Wir melden. Sicher nicht. Ja, und mit den Gästen ist dann etwas ganz Wesentliches für den Gatten mit verschwunden, nämlich der Herdenschutz. Dann ist er allein mit mir unter den Trümmern seines unbedachten Verhaltens an diesem Abend. Und das Schlimmste ist, er schaut rein, wie wann nichts war. Direkt selig ist er. Ja? Und ich meine, wenn uns Frauen was nicht passt, dann sagen wir das natürlich nicht gleich. Nein, weil wir geben ja dem gemeinen Männchen eine Chance, dass er selber draufkommt, was nicht in Ordnung ist. Ja? Deshalb beginnen wir so ein bisschen reservierter zu sein als sonst. Also wir reden weniger, das müsste dem eigentlich schon auffallen. Ja. Und mein Mann ist fröhlich. Der sagt, boah, so gelacht wie heute habe ich schon lange nicht mehr. Und ich denke mir, dir wird das Lachen gleich vergehen. Und er sagt, boah, also die Conny, die hat sich in 20 Jahren nicht verändert. Da war gleich wieder so eine Verbindung. Und ich denke mir, genieß dein Glück. Gleich ist weg. Ja, und dann legen wir uns ins Schlafzimmer. Und im finsteren Bett merke ich wieder so von der Bettseite meines Mannes wieder so eine Hand um mich grobet. So. Und ich denke mir, na, aber sicher nicht. Ich meine, ich durchschau das ja bitte. Ich durchschau das ja in so einer psychologischen Tiefe. Da weiß er noch nicht einmal, was er denkt. Weiß ich das schon? Ja? Ich meine, zuerst aufganseln an der blöden Trutschen und dann kam er da zu mir. Ich meine, der braucht mir nichts erzählen. Der ist ja gar nicht scharf auf mich, sondern auf die Funzen, an der sie jetzt aufbestätigt hat. Nur ist die halt nicht mehr da. Darum nimmt er was vom Abend nur über ist. Ich bin der Rest vom Schützenfest. Verstehen Sie? Ja. Und ich sag, geh weg. Sie kennen das, gell? Ja, gut. Und ich sag, geh weg, ich hab Kopfweh. Und er glaubt es wirklich, dass ich Kopfweh hab. Keine Ahnung vom Psychosomatik hat er, dass hinter einem Kopfweh immer ein zugrunde liegender Kummer steht. Na, der sagt einfach, okay, gute Nacht. Und dreht sich um und will schlafen. Schlafen, verstehst? Ich bin auf 1000 und der merkt noch immer nicht, was der gespielt hat.
Ja, und dann muss ich ein bisschen deutlicher werden, ja. Dann geht's in Richtung Schlafentzug, ja. Und dann sage ich so einen Stehsatz in die Dunkelheit, ja. Sowas wie, mit deinem Gewissen könnt ihr nicht gut schlafen. Und dann merkt er langsam, dass der tiefschwarze Kumulus über dem Ehebett hängt. Und er sagt, alles in Ordnung bei dir? Und ich sag, alles super, bei dir auch? Ja, ich hab den Abend sehr genossen. Erste falsche Antwort. Drei Leben hat er gehabt, jetzt hat er noch mehr zwei. Du nicht? Ob ich den Abend genossen hab, das war offensichtlich nicht so wichtig. Wieso? Hat's dir nicht gefallen? Alle haben so gelacht. Zweite falsche Antwort, das schaut nicht gut aus für ihn. Hast du gesehen, dass ich gelacht hab? Du, ich weiß nicht, ob auf dich gar nicht so geschaut. Dritte falsche Antwort. Zeitpunkt des Todes, 23.36 Uhr. Und ich meine, schauen Sie, ich war ja wirklich nicht unfair. Es hätte ja 1000 Möglichkeiten gegeben, richtig zu antworten. Aber ausgerechnet die drei falschesten Antworten hat er gegeben. Und damit den Sturm des Verderbens losgetreten. Und ich sag, wenn du dich nicht dauernd auf die debile Lochwurzeln konzentriert hättest, dann hättest du vielleicht gesehen, ob ich loch. Ob ein Schatzl, aber nix ob ein Schatzl, glaubst du, ich merke, ob ein Schatzl. Jetzt hör mal still, wenn ich dich unterbrich. Und dann ist er still, sagt nix mehr. 5 Minuten Stille im dunklen Raum. Und ich denke mir, bah, wie man sich nur so wenig an einem Gespräch beteiligen kann, ist ein Wahnsinn. Und ich sag, vielleicht sagst du auch einmal was. Und er sagt, das ist eh alles verkehrt, was ich sag. Ja, dann sag halt einmal was Richtiges, dann hätten wir die Probleme gar nicht. Ich meine, schauen Sie, ich kann ihm nicht vorbeten, was ich mir wünsche, dass er sagt. Das hat ja keinen Wert. Ja, wirklich. Er soll ja selber kreativ werden. Und Kreativität entsteht halt immer nur in der Verzweiflung. Ja? Darum rede ich ihn verzweifelt. Ja? Und ich rede und ich rede und ich rede. Und während ich rede, merke ich, neben mir, wie er so wegknackt. Ja? Der schläft einfach ein. Ja? Und ich meine, also, da wäre ich schon, also, da kennt ich schon, also, da schreibe ich innerlich schon die Gästelisten für die Scheidungsparty. Da wäre ich narrisch. Ja? Und dann sage ich, du schlaf jetzt ja nicht ein. Und er sagt, die Finger sind eingeschlafen. Und ich sage, so, was habe ich gerade gesagt? Ha? Was habe ich gerade gesagt? Und er sagt, unsensibel hast du gesagt. Und der glaubt, die merken nicht, dass das einfach nur schlecht geraten ist. Ha? Weil ich meine, unsensibel, das sage ich oft in diesen Gesprächen. Ha? Aber in diesem Gespräch habe ich das 3 Sekunden zuvor gesagt. Das heißt, zwischen meinem Wort unsensibel und seinem Sekundenschlaf waren ungefähr 700 Wörter, bei denen er nicht zugehört hat. Ha? Und ich meine, da brauche ich ja gar nicht weiterreden. Ha? Ich meine, das tue ich aber trotzdem. Ja? Wer soll ja noch was lernen? Ne? Wer was ist, wenn ich mich scheiden lasse und der ist in der nächsten Beziehung genauso botschert? Ne? Da glauben mir die Frauen nach mir, ich hab dem in unserer Ehe gar nichts beibracht. Ich meine, das fällt ja auf mich zurück. Man kennt mich auch, dass der nachredet. Ja, das. Ja, und ich meine, er müsste ja gar nicht summiert sein. Nein. Die Geschichte wäre ja in 2 Minuten erledigt, wenn er auf mich zugegangen und sagt: Schatzl, es tut mir leid, du hast recht. Ja, da würde ich auch auf ihn zugehen. Ja? Mit auch sagen, Schatzl, es tut mir auch leid, dass ich recht habe. Ja. Ja, aber er sucht die Konfrontation, das ist halt sein Ort. Ja? Und am Ende dreht er sich um und schläft ein. Ja? Nicht wie ich, ne? So Gedanken kreiseln und nicht schlafen, bis in der Früh zum Wecker klingeln. Nein, nein, das macht er nicht. Und das ist wirklich eine Eigenschaft, die ich gern von ihm hätte, da bin ich ihm wirklich neidig. Dass er zwar grundsätzlich denken kann, aber nie denken muss, wenn er nicht will. Ja? Den Off-Modus, ja? Das ist eine Eigenschaft, die ich wirklich gern von meinem Mann hätte. Ja. Die glücklich verheiratete Lydia Brenner-Kasper. Aber es geht euch gut. Es geht uns ausgezeichnet. Weil sie nicht mehr eingeladen wird. Weil, genau, man muss die richtigen Leute einladen, dann geht es uns ausgezeichnet. Ja. Die richtigen Leute, die wir heute eingeladen haben und die richtigen Weinbäuerinnen und Bauern, die uns einen fantastischen Wein zur Verfügung stellen aus dem Kamptal Weingut Hirsch, Riedrenner, Kamptal, Grünerwelt, Linda 22. Schenkt euch ein, wenn ihr vielleicht nicht. Danke. Ja, ja, super. Ja, hebst du auf. Hebst ex, auf. Chrissy, ex. Ja, lasst uns über den Februar reden. Wie war euer Februar? Gut? Habt ihr schöne Dinge erlebt? Ja. War wärmer, ja. Ich freue mich, wenn du nächstes Jahr Skifahren gehst und der Hüttenwirt sagt, servus Fleischi. Ja. Dort gehen wir nicht hin. Dort gehen nicht hin, das ist absurd. Ja, aber es sind doch alles so.
Preise. Ja, aber 6 Euro für ein Skiwasser, ich habe gedacht, ich spinne. Ja, aber die müssen ja die Schneebänder zusammenkratzen, das muss ich dazu rechnen. Für sehr günstig, als Tiroler kann ich da sagen, ist günstig. Ja. Okassione. Ja. Achtel. Happy Hour war da wahrscheinlich gerade, oder? Das musst du jetzt sagen, weil sonst darfst du nicht mehr haben. Ja, richtig. Vom Tourismusverband ausgesandt in den Osten. Sponsor von Franz Hörl persönlich. Ja. Das ist alles richtig gemacht. Alles richtig. Hast du eine eigene Gondel auch? Leider noch nicht, ich arbeite dran, ja. Noch lieber, wenn man ein ganzes eigenes Skigebiet, weil dann muss ich den Scheiß dann immer machen. Aber ich arbeite noch dran. Vielleicht kann man die bald günstig haben, die Skigebiete. Ja, einige davon, liebe Grüße nach Hause an den Fennet, der war, glaube ich, um 1 Euro zu haben. Also falls jemand in der Adresse hat, dann einen im Skigebiet, ja. Ohne Schnee halt, aber ansonsten ist es super. Valentinstag, wir haben den Valentinstag vergessen. Was sagt euch der Valentinstag? Wie habt ihr ihn begangen? Ist es euch wichtig? Bei mir ist wurscht, kriegst du sowieso einen Anschiss, ja. Mit und ohne Blumen. Nein. Hat dein Mann schon einmal die richtigen Blumen bringen können? Definitiv. Der hat ein Auge für die richtigen Blumen. Das macht er wirklich gut. Und schön auch selber zusammengestellt, mag ich auch gern, wenn er sich ein bisschen Gedanken macht, welche Blume zu mir passt. Was heißt selber zusammengestellt? Also, nicht Strauß fertig gekauft, sondern selber die Blümchen ausgesucht. Das hat er dann zusammengestellt? Das gibt's. Also man geht dann hinein in ein Stuhlen Blumengeschäft. Quasi. Also so am Friedhof sowas. Ja, die Pelagonien. Ja, letztes Mal hat er einen Kranz mitgebracht, ja. Das war lieb. Auf ewig dein. Deine Traude. Ab 1. Februar sammelt der Badezetteln. Ja, genau. Dass er weiß, da ist, genau. Reihe dann friert das ein, dass frisch bleibt. Die Frau Gudrun wird am Dienstag eingefrischt. Genau. Mein Mann hat mir letztes Jahr zum Geburtstag Blumen aus Holz gekauft. Und das Holz? Sulz? Nicht Sulz, Holz. Holz. Sulz. Sülze. Genau, das war so mit so. Prallfetten Schleiergrad. Kommst du auch mal her aus der Steiermark? Geht schon los, gell? Hört auf, gegen die Steirer zu schimpfen, gell? Ich sag's euch nur, wir sind 2 da. Ja, ja, dreimal erklären wir es nicht. Ja, Seidel, ein ganzes Bundesland geht jetzt auf sie los. Nein, aus Holz eine Blume gekauft? Ja, so geschnitzte Blumen. Schön. Und seitdem kauft er mir keine mehr, weil er sagt, die Vasen ist voll. Jetzt musst du Vasen einkaufen gehen, das ist gut. Ich mag keine Blumenstreuße, es ist ja nur Arbeit. Wieso? Ja, das stimmt, die muss man auszupfen und, ja, muss man und immer schneiden Wasser wechseln und, Vase und schneiden. Aber ja. Es ist schon schön, also ich sehe es schon. Gut, was war noch im Februar, Fläschchen? Ja, ich glaube, das ist okay. Was hast du beim Valentinstag? Ja. Was hast du, wie hast du performt? Ich kaufe Blumen. Du, Tankstelle oder lieber? Ja, was es ja gibt. Nein, da bemühe ich mich schon. Na, ich habe auch die Floristin meines Vertrauens bei der Billerkasse. Fairtrade-Tulpen. Doch, die sind schon gekommen mit so einem Schokoladenherzl drinnen. Das war schön. Lieb. Großer Erfolg. Also ich muss sagen, bei meiner Frau habe ich ein Glück, die will gar keine Blumen. Sagt die hat keine, nein, die hat keinen grünen Daumen. Ich habe der mal einen Plastikkaktus geschenkt und der ist hier verreckt. Also sei. Zwei neue Dating-Apps wurden im Februar vorgestellt. Entschuldigung, ich brauche einen Kulli. Bitte was? Einen Zettel und einen Kulli. Ja. Die eine heißt Score und ist für Menschen, die viel Geld haben. Also du musst quasi deinen Einkommensnachweis bekannt geben. Ich brauche keinen Kulli mehr. Das hat sich erledigt. Das ist die Finanzamt-App. Ja, genau. Ja, Finanz-Online. Finanz-Online. Gibt schon ganz lang Finanz-Online. Aber nicht alle dürfen mitspielen dann bei Score. Ja, genau. Nur die Hochgescorten quasi. Ja, genau. Ja, das klingt ja nach einem ÖVP-Projekt. Ein bisschen. Na, Kaufhaus Österreich, entdecken Sie jetzt. Genau. Na, wenn du dir in einer Dating-App wie Kaufhaus Österreich jemanden suchen kannst, gratuliere. Suche eine. Aber die Herkunft ist klar. Und das Zweite? Und das Zweite, das fand ich sehr schön. Der braucht ein bisschen. Ein Typ wurde verlassen und hat eine Dating-App programmiert, wo man sich nur mit ihm treffen kann. Das finde ich immer wieder lieblich. Also das ist sehr, super. Hansi Hintersee hat Geburtstag gefeiert, den 70er, und Peter Rapp den 80er. Und sein Bart auch den 70er, weil er war ein Zeitl weg.
aus seinem Bart wurden zwischen zwei Zeiten die Stiefel für Hansi Hinterseher hergestellt. Deshalb war er außer Dienst, weil wollte sich ohne Bart nicht zeigen. Jetzt hat er ihn. Klassische Rappringerl. Klassiker. Ja. Aber Peter Rapp, das ist schon was Besonderes, ja, oder? Schon. Auch also für dich, du bist noch so jung. Ja, ja, doch, das, wie heißt Riesen, nein, nicht Riesenrad, ja. Millionenrad. Das Riesenrad hat der erfunden. Ja. Ja. Und ein Eiffelturm. Ja. Aber gibt es noch so Showmaster? Gerald, gibt es noch so Showmaster? Wie den Peter Rapp? Den moderieren können und lustig sein. Und gibt es noch so einen Gerald? Und am Bord haben? Nein. Du meinst so die lässigen Turnschuhe und da sitzt im Anzug? Findest nichts mehr. Du meinst die Leute ansagen, wie Menschen, die zum ersten Mal hier bei uns sind? So, macht kein Mensch mehr. Macht man heutzutage nicht mehr, ne? Sich kein Mensch die Sendung an. Würde niemand, oder? Würde niemand sagen, dass heute zum ersten Mal jemand da ist, der den weiten Weg aus Tirol angetreten ist, das Skigebiet allein lässt und für uns alle 4000 Liter Skiwasser mitgebracht hat? Allein dafür sind wir dir dankbar. Gabriel Castañeda, meine Damen und Herren. Ja, mein Name ist Gabriel Castañeda, ich sage sicherheitshalber noch einmal dazu. Ich bin aus dem ganzen wilden Westen, also meine Mama ist aus Grins in Tirol, das heißt wirklich so. Der Papa ist aus Mexiko und so bin ich quasi eine Multikulti-Mischung aus stolzen spanischen Conquistadores, aus kriegerischen Mayas, aus kernigen Tiroler Schafbauern und trinkfesten Schnapsbrennern. Leider Gottes habe ich das Englisch von den Spaniern geerbt, die Körpergröße von den Mexikanern, die Hautfarbe von den Schnapsbrennern und den Kleidungsstil der Schafbauern. Man kann leider nicht alles haben. Ja. Meine Familie mütterlicherseits kommt eigentlich aus dem Schlapfertal, ganz hinten hinter Schlapfing. Ganz interessant für die, die es interessiert. Es wurde 1253 zum ersten, leider Gottes auch zum letzten Mal urkundlich erwähnt. Man lebt dort noch sehr traditionell, die klassisches ÖVP-Kernland, kann man sagen. Bei den letzten Nationalratswahlen hat die ÖVP zum Beispiel super 126% gehabt, also schneidet immer sehr stark ab. Und es gibt einen tollen Pfarrer in Hinterschlapfing und der spricht immer so zum Beispiel. Liebe Brüdern und Schwestern. Mein Name ist Gottlieb Drescher. Ich bin seit 30 Jahren Pfarrer hier in Hinterschlapfing. Unsere spätgotische Kirche ist dem heiligen Augustinus geweiht. Der heilige Augustinus ist der Schutzpatron der Bierbrauer, der Finanzbeamten, der Lidl-Mitarbeiter und Innen und natürlich auch der Soft-Porno-Synchronsprecher. Unsere spätgotische Kirche ist die schönste Kirche im Umkreis von 50 Metern. Und es hat sich in den letzten 30 Jahren hat sich viel verändert. Vor 30 Jahren zum Beispiel am Sonntag war Kirche immer voll und Ministranten konnten einen Rosenkranz beten, ohne Google dafür fragen zu müssen. Heute, 30 Jahre später, ist die Kirche am Sonntag leer. Das Einzige, was voll ist, sind die Ministranten. Na, aber auch sonst hat sich viel verändert. Zum Beispiel, früher gab es so schöne Bräuche. Kreizerl austragen, kannst du dich erinnern an Kreizerl austragen? Kreizerl austragen war so ein schöner Brauch. Kreizerl austragen war immer am dritten Sonntag nach der ersten Vollmondnacht nach Allerheiligen, war ganz leicht zu merken. Außer es war ein Schaltjahr, dann ist immer auf einen Mittwoch gefallen. Und bei Kreizerl austragen ist der katholische Bubenbund, also alle unverheirateten Männer über 15 Jahre, sind in den Wald gegangen, haben dort die größte Eberesche, die sie gefunden haben, gefällt, haben aus diesem Holz ein Kreizerl gebaut, ja, haben das dann zum Pfarrer, also zu mir gebracht und ich habe mit übrig gebliebenem Weihwasser aus Herz Jesu Sonntagnacht gesegnet und war so schöner Brauch.
Ja. Und dann ist der katholische Bubenbund mit diesem Kreuzerl aus Ebereschenholz zu Dammhaus gegangen, wo das Mädel drin war, das in diesem Jahr als erste nach Maria-Empfängnis entjungfert wurde. Haben das Mädel aus dem Haus rausgezerrt, die ganze Kleidung weg bis auf Unterwäsche, haben das Mädel auf das Kreuzerl draufgebunden und durch den Ort getragen. War so schöne Brauch. War so schöne Brauch, war meistens so Ende November. Mädchen hat meistens noch gedampft, weil es so kalt war. Ganze Ort ist gestanden mit Kerzerl in der Hand und hat das Mädel angespuckt beim Vorbeigehen. Aber die Männer und Buben haben kein Kerzerl bekommen, sondern nasse Reisigbindeln und Haselnussstecken. Und die haben dem Mädel den Teufel ausgetrieben, wie man gesagt hat. War so schöne Brauch. Aber gibt es jetzt leider nicht mehr. Diözese hat verboten. Nein, hat sie gesagt, das darf man nicht mehr machen jetzt, weil Eberesche ist jetzt unter Naturschutz. Die letzte Eberesche, die es bei uns noch gibt, steht bei uns in der Bushaltestelle. Ach so, das können Sie gar nicht wissen. Bei uns in der Bushaltestelle ist ein Naturschutzgebiet, weil in den letzten Monaten und Jahren kein Mensch mehr mit dem Bus gefahren ist. Und jetzt hat sich da zuerst so ein kleiner Löwenzahn ist gewachsen, dann irgendwie ein Holunderstrauch, dann hat sich da angesiedelt ein Ozelot, ja, 2 Braunbären, 3 Wolfsrudeln und 14 Steinböcke. Und jetzt hat der Bundesumweltanwalt gesagt, das ist jetzt ein Nationalpark. Ja. Also das ist schön. Ich hoffe, Sie kommen einmal zu uns und zu mir in die Kirche. Gelobt sei Jesus Christus und in Ewigkeit. Amen. Ja, also in Hinterschlafing muss man sagen, kämpft man natürlich auch mit Landflucht. Ja, die Leute ziehen in die nächstgrößere Stadt, die wollen alle in die Big Cities. Ganz viele ziehen zum Beispiel nach Vorderschlafing. Aber ja, man kämpft einfach damit. Man kämpft, ja. Und ab und zu zieht aber wieder einer nach Hinterschlafing. Erst vor ein paar Jahren ist ein Schweizer zu uns gezogen, der Sicki. Und da muss ich sagen, der Sicki, ja, der hat sich wirklich tipptopp intrigiert. Also tipptopp, muss man sagen. Und den Sicki zeige ich jetzt noch. Bitte schön, ich habe die brennenden Tiger kommen dann später noch. Okay, sehr gut, danke schön. Guten Abend, ich bin der Sicki und ich rede heute ein bisschen über die Jägerei. Ja, ich muss sagen, die Jägerei macht keinen Spaß mehr für uns kleinen Landjäger. Bleibt ja nichts mehr übrig. Es wird irgendwelchen Reichen versprochen. Ja, für uns bleibt da mal so ein halbverreckter Hamster über oder so etwas. Ja, brauchen Sie nicht lachen. Mit dem ganzen Fleisch, was ich in den letzten 4 Jahren bei der Jägerei geschossen habe, da könntest du vielleicht ein Pärchen Bernerwürstel draus machen, aber mehr nicht. Die letzte Trophäenschau, das war vielleicht peinlich, ja, für uns kleinen Landjäger. Ich war da mit einem Igel, ja, es war ein Wahnsinn, ja. Dann der Helli mit einem Frosch, ja, und gewonnen hat aber der Gustl, dieses Arschloch, der kommt einfach, ja, der kommt jedes Jahr mit einem Hirschkäfer und ich sag, gegen ein Geweih bist du auf einer Trophäenschau einfach machtlos. Ich meine, es war ein wunderschönes Exemplar, muss man sagen. 3,5 bis 4 Kilogramm schwer, dieser Hirschkäfer. Wunderschöner 14-Ender, ganz tolles schwarzes Fell, wirklich ganz toll. Und wehe, du schiessest einmal etwas, was ein bisschen grösser ist wie ein Hass als kleiner Landjäger. Sofort ein Zinnober. Ich kann Ihnen sagen, letzten Sommer bin ich da mit meinem Dacia Duster da hinaufgefahren. Der Dacia Duster ist ein ehrenwertes Karreli. Der Dacia Duster, da braucht man nicht lachen, der Dacia Duster ist ein ehrenwertes Karreli. Der Dacia Duster ist ein Auto, wo man davon ausgehen muss, dass der Fahrer nichts kompensieren muss zwischen den Beinen. Das ist jetzt nicht so wie bei einem BMW X6 zum Beispiel, wo man davon ausgehen muss, dass der Besitzer ein kleines Brunzerli hat. Wer fährt einen X6? Habe ich mir gedacht. Auf alle Fälle
fahre ich da hinauf mit meinem Tatschentuster Richtung Feuerköpfe. Ich meine, dürfte man ja eigentlich gar nicht fahren, ist ja eigentlich Nationalpark. Aber ich sage immer, wo keine Barbara Sala ist, da auch kein Richter. Hatte mein Gewehr dabei und verspür plötzlich seinen kleinen Druck auf meiner Blase und steige aus, mache die 0,2 mm dicke Türe meines rumänischen Qualitätsfahrzeugs auf, steige aus, stell da seine kleine Stange Wasser in sein. Qualma! Genauso ist es mir auch gegangen, wie dir jetzt. Genauso. Springt da aus dem Gebüsch mit einer Aggressivität, die ich selten bei einem Wildtier erlebt habe. Mit gefletschter Stirn und gerunzelten Zähnen. Ein Igel aus dem Gebüsch. Und will sich mein Bein schnappen. In einem lebenserhaltenden Reflex hüpfe ich zurück in die schützende Hülle des Tatschentusters. Aber der Igel gibt nicht auf. Er setzt zum tödlichen Sprung an. Und genau in dem Moment, wo der Igel seinen Kopf zwischen Tür und Rahmen vom Tuster hat, da hat es bei mir den Killerinstinkt geweckt. Und ich habe die Türe mit aller Kraft, die ich noch aufbringen konnte, zugeschlagen. Und ich hatte dann sofort den Griff vom Duster in der Hand. Er ist abgebrochen und der Igel ist weggelaufen. Es hat ihm überhaupt nichts gemacht, aber der Rahmen vom Duster war kaputt. Er war total perforiert und die Tür war hin. Aber durch diese Nahtoderfahrung ist jetzt mein Zeigefinger irgendwie blöderweise auf den Abzug von meinem Gewehr gekommen, das dummerweise geladen und nicht gesichert war. Und es löst sich ein Schuss. So, Sie brauchen jetzt aber nicht glauben, dass dieser Schuss einfach mir nichts, dir nichts irgendwo in der Pampa verschwunden wäre. Nein, dieser Schuss trifft den einzigen Steinadler in 500 Meter Entfernung mitten ins Herz. So, und jetzt erklären Sie mal einem Richter, dass das ein Unfall war. Glaubt Ihnen kein Mensch, kein Mensch und mir schon dreimal nicht, weil mir ist das blöderweise dreimal schon mit anderen Steinadlern passiert. Zweimal mit einem Bartgeier und dreimal mit einem so ein Steinbock, ja. Sagen Ihnen, die Jägerei macht keinen Spaß mehr. Und auch das Image der Jäger, nichts mehr, nichts mehr. Bei der Partnersucht, diese neumodernen Frauen, wenn du da sagst, du, Mädelein, wie schaut's aus? Möchtest du mit mir am Wochenende vielleicht einmal einen Hirsch ausnehmen? Da machst du keine Meter, ja? Dabei ist ja bei der Partnersuche das Wissen über die Jägerei extrem hilfreich. Wenn ich in so eine Bar gehe, ich platze da nicht so hinein. Ich schleiche hinten an den Hochsitz an die Bar. Bisschen Eugen. Ja. Könnte ja sein, dass deine schöne Ricke mit einem schönen Spiegel oder ein anderes attraktives Haarbild vorbeigeht. Ja. Und ich meine, mir ist jetzt schon klar, ich bin jetzt kein George Clooney, sondern mehr so ein George Bush. Aber ich sage jetzt, wenn das Exemplar schon ein bisschen älter ist oder lahmt oder krank ist, wo man jetzt sagen könnte, das wäre jetzt mehr eine Erlösung. Da kann man schon mal an einen Fangschuss denken, hä? Also ich bin mit dieser Taktik schon unzählige Male zum Erfolg gekommen. Also da war zum Beispiel die... Naja, unzählige Male auf alle Fälle. Also das war dann teilweise sogar so, dass die Frauen gestritten haben am Abend, am Ende um mich. Die haben gesagt, nimm du den Sieg, nicht für den Teufel, nimm du den Sieg. Ja, es war nicht so ganz erfolgreich. Aber zurück zur echten Jägerei. Wir haben als Jäger mittlerweile noch ein anderes Riesenproblem, und zwar die grossen Beutegreifer Luchs, Bär und Wolf. Ein Riesenproblem. Die fressen uns alles weg, was man schießen könnte. Und dann gibt es aber auch noch etwas, möchte hier niemanden beleidigen, sind sicher ein paar dabei, aber das muss man auch einmal ganz offen aussprechen. Diese
Diese scheiß E-Velofahrer. Diese verfickten E-Biker. Ja, im Durchschnitt 60 Jahre alt. Sportliche 140 Kilogramm. Beim Aufsteigen einen Puls von 200. Aber fährt dann, ohne mit der Wimper zu zucken, auf 2000 Meter hinauf. Die stören das Wild. Und jetzt zusätzlich noch Luchs, Bär und Wolf. Und diese Viecher haben ja einen Schutzstatus, da hast du keine Chance. Keine Chance. Wir haben jetzt mit der BH einen Kompromiss geschlossen. Einen super Kompromiss, muss ich sagen. Wir dürfen jetzt pro Saison im Revier 30 E-Biker entnehmen. Trifft ja auch nur die alten Lahmen und Kranken. Gesunder Mensch werde nicht E-Bike, ja. Und natürlich schiessen wir nur auf den Akku und nicht auf den Fahrer, weil wir sind ja Jäger und keine Mörder. Viva la Revolution! Gabriel Castañeda! Weil du von Pfarrern gesprochen hast, es gab eine schöne Geschichte im Februar über einen Priester, habt ihr es mitbekommen, der hat mit Potenzpillen gehandelt. Im Beichtstuhl? Genau. Genau. Nein. Also Vater, ich habe gesündigt, willst du Zuckerl? Oder Vater, ich möchte sündigen, sehr gerne. Mach dann 50er. Schön. Und ich fand die Geschichte noch schön, weil da stand, also gehandelt hat er mit seinem... Schön! Was? Der hat gesagt, 26 Ave Maria, und der sagt, das stehe ich nicht. Sagt er, habe ich was. Wahrscheinlich, ja? Ja. Der Leib Christi. Was ich auch schön fand, ist, also er hat mit Potenzpillen gehandelt und geholfen hat ihm sein Lebenspartner. Ah. Das ist schön. Der Kaplan. Oder wenn auch. Einfach... Das finde ich schön, so ein gemeinsames Business. Gell? Oder? Ich finde das auch voll nett. Und der Kondomfirma, der Kaplaner, du weißt. Ah, und das Fest der nackten Männer in Japan findet nicht mehr statt. Das hat mir auch gut gefallen. Okay. Schade. Das ist wirklich schade. Sagt euch das was? Sagt ja, natürlich. Ich war jedes Jahr. Das war ja. Super. Das Fest der nackten Männer, da sind hunderte, früher tausende Männer. Und es riecht nach Sushi. Schöne Bilder, Lydia, ja, danke. Gerne. Danke. Wann ich helfen kann. Ja. Mir ist der Querverweis von deinem Beitrag schon im Kopf geblieben. Ich. Wenn das Einrollen ist, ein Maggi. Ein Gurkenmaggi, meinst ein du? Ein Gurkenmaggi. Und das macht er, weil sie gesagt hat, ich, das mag ich. Ja. Ja. Das Fest der Nacktmänner, darf ich ein bisschen Bildung hier hereinbringen? In diese... Ich glaube, was auch immer jetzt kommt, Fleisch, ist halt mit Bildung nichts zu tun. Aber die haben keine Wäsche wahrscheinlich, um hier mitzumachen. Naja, fast. Es ist auch dort ja kalt quasi, nicht im Winter. Tausende nackte Männer sind früher nur mit einem Tanga und, Achtung, Socken bekleidet. Dort durch diese Stadt gelaufen, so ähnlich wie Pamplona, diese Stierharz. Und sie wollten, also nur um Glück im Leben zu erreichen. Und sie mussten sich um den kleinen Hanfsack streiten. Wie bei uns im Volksgarten. Als ob man es erfunden hätte, oder? Sagen die, dass ja. Du Kiffern in Japan, du kleiner Hanfsack? Man sagt immer, die Asiaten haben so eine große Kultur. Ich glaube, das gilt nicht generell. Aber schöner Brauch, danke vielleicht. Schöner Brauch, sehr gerne, sehr gerne. Und im Prater suchen sie Menschen, die dort arbeiten wollen. 80 Arbeitsplätze sind ausgeschrieben im Wiener Prater. In der Geisterbahn? Zum Beispiel. Da empfehle ich die Bundesregierung. Die Tanne. Na, Babla. Ja. Genau, die Klatschekurve. Der Babler, das Schreckgespenst. Aber der Babler ist doch nicht, der viert man sich doch nicht vor dem, oder? Das Schreckgespenst der Wirtschaft, der kann dann hinten Vieri hupfen immer. Mhm. So. Ich bin ein Marxist. Teilzeitarbeit bei voller Entlohnung. Und die Wirtschaftskammer und die ÖVP. Ja, die tut man die Wahrheit in den Herzen. Der Prater nur noch 4 Tage offen. Der Babler in der Geisterbahn. Meine Damen und Herren, zweite Premiere in der heutigen Tafelrunde. Herzlich willkommen, Christi Buchmacher.
Danke. Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf heute. Ich komme aus Graz. Unsere kommunistische Stadtregierung hat mir ausnahmsweise die Ausreise genehmigt. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich da sein darf bei der Tafelrunde. Ich bin ein Riesenfan, schaue jede Folge, wirklich, jede Folge. Ich freue mich schon extrem aufs Ding der Woche. Warst du beim Friseur, Oliver? Was abbiegen lassen? Nein, der Stermann hat mir ja Perücke gegeben. Ja, und zur Feier des Tages bin ich heute nicht allein gekommen, sondern zu zweit. Danke. Danke, nicht zu viel Begeisterung ist nicht das Erste. Ich habe schon Kinder daheim. Also, nicht irgendeins ist schon meins. Ja, ihr lacht, das ist bei uns im kommunistischen Graz gar nicht so selbstverständlich, dass man da eins für sich allein kriegt. Geschweige denn zwar. Aber ich mache das zur Vorsorge, weil ich will nicht leer ausgehen, falls unser künftiger Volkskanzler das Mutterkreuz wieder einführt. Ja, ich muss ich schauen, wo ich bleibe, oder? Wenn ich dann gar nicht mehr auftreten darf als zwangsgebührenfinanzierte Kabarettistin. Entschuldigung, das kurz mal. Zahlt ORF3 Anwaltskosten? Bitte was, Anwaltskosten? Ja. Ich würde nicht wetten drauf. Ja. Müssen wir schneiden, bitte. Ich kann mir das nicht leisten. Nein, ich brauche mein Geld zum Beispiel, um meinem Erstgeborenen einen Kinderbetreuungsplatz zu finanzieren. 330 Euro zahle ich da im Monat dafür. Mhm. 330 Euro, das sind umgerechnet so ungefähr 800 Reichsmark. Dafür schon mal vorausdenkend, gell? Aber ich will mich nicht beschweren, ich habe zumindest einen Kinderbetreuungsplatz. In vielen Regionen von Österreich ist die Suche danach ja ein bisschen wie Hunger Games. Ja, ein paar Kinder werden als Tribute auserwählt. Die restlichen dürfen daheim bleiben bei ihren Familien. Darum arbeiten zum Beispiel bei uns in Graz total viele Eltern in Fabriken von diversen Billigmodeketten, weil da dürfen die Kinder mitarbeiten gehen. Ja, drum bin ich persönlich ja total gegen dieses anstehende Lieferkettengesetz, weil dann wird es noch schwieriger mit Kinderarbeit. Und wo sollen die Geschroppen dann hin, gell? Wenn sie keine Arbeit kriegen und keinen Kinderbetreuungsplatz. Aber warum gibt es so wenig Kinderbetreuungsplätze bei uns? Hauptsächlich, weil es zu wenig Betreuungspersonal gibt, verstehe ich persönlich gar nicht. Ich meine, wer will nicht einen ganzen Tag allein für 23 Kleinkinder verantwortlich sein? Währenddessen noch aufräumen, abwaschen, sie mit nervigen Eltern beschäftigen und das Ganze zu einem Monatsgehalt, mit dem du dann gerade einmal einen Mistkibbel von der Siegen ersteigern kannst. Aber man darf nicht so arg pauschalisieren, das ist überall ein bisschen anders. Kinderbetreuung ist nämlich bei uns Bundesländersache und das ist total sinnvoll, oder? Ich meine, sagen wir uns ehrlich, so ein Kind in Niederösterreich, das hat schon nochmal einen ganz anderen Förderbedarf. Als jetzt zum Beispiel ein Kind bei mir daheim in der Sowjetunion. Aber, und außerdem warum bundesweit auch schlechte Lösung einführen, wenn man 9 davon haben kann? Aber Gott sei Dank sind dann hin und wieder Wahlen, bei denen man Verbesserungen versprechen kann, obwohl einem das Thema bis dahin total wurscht war. Die Politik hat gesagt, man wird sich darum kümmern, dass jedes Kind schnellstmöglich einen Betreuungsplatz kriegt, also spätestens zur Matura. Ihre Priorität hat jetzt erst einmal, dass man die Kürzung von Sozialleistungen für geringfügig Beschäftigte und Arbeitslose andenkt. Und jetzt kommt die Pointe. Seid ihr bereit? Wenn du keine Kinderbetreuung für mindestens 16 Wochenstunden nachweisen kannst, dann giltst du vom AMS als nicht vermittelbar und dann kriegst von ihnen keinen Job und kein Arbeitslosengeld. Yes! Das System funktioniert. Keine Macht in Sozialschmarotzerinnen. Scheiße, jetzt habe ich... Kann man das in Niederösterreich noch ausstrahlen? Sicher. Ja.
aber es betrifft halt hauptsächlich Mütter. Damit das für den Rest irgendwie verständlich und nachvollziehbar wird, kein Job und keine Kinderbetreuung zu haben, ist ein bisschen wie damals in der Corona-Zeit, wenn du keine FFP2-Maske gehabt hast und darum wolltest ins Geschäft gehen, um dir eine FFP2-Maske zu kaufen. Aber du hast nicht ins Geschäft dürfen, weil du keine FFP2-Maske gehabt hast. Ist ein bisschen blöd, gell? Aber wenn du es dann schaffst, so wie ich, dein zweijähriges Kind werktags 8 Stunden in einer Betreuungseinrichtung anzumelden, ja, dann kannst du wieder anhören, na, warum kriegt denn die überhaupt ein Kind, wenn sie es dann gleich wieder abschiebt? Ja, dann ist es wohl so. Dann habe ich wohl mein Kind abgeschoben. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es seit Mitte September auch gar nicht mehr gesehen. Aber das Interessante daran, finde ich, ist ja, dass die Menschen, die finden, ein Kind in einer Betreuungseinrichtung zu geben, einer Abschiebung gleicht, sehr oft die gleichen Menschen sind, die Abschiebungen sonst total super finden. Aber glücklicherweise gibt es dann so Leute wie unseren Bundeskanzler Vollzeithammer, aus dem die guten Ideen nur so triefen wie das Fett aus einem McDonald's-Burger. Ja, weil der sagt zum Thema Kinderbetreuung, hey, kann ja die Oma in Karenz gehen? Ja, außer natürlich, die Oma ist schon in Pension, dann darf sie sich weiterhin kostenlos um die Enkel kümmern. Weil in Wirklichkeit geht's bei Care-Arbeit ja im Endeffekt nicht ums Geld, sondern um die Liebe. Und heute, am 29. Februar, liebes Live-Publikum, ist zufälligerweise Equal Care Day und wir feiern heute, dass sich nach wie vor um Care-Arbeit gekümmert wird, egal ob unbezahlt oder unterbezahlt. Hauptsächlich von Frauen. Und da schreit schon der Onkel Hubert über den Gartenzaun. Ich mach auch Kehrarbeit. Hast schon mal geschaut, wie sauber unser Hof gekehrt ist? Und dann sagt ihr, ja, Chrissi Buchmasser, du redst so groß. Du sagst, Frauen machen die Kehrarbeit und selber bist gerade nicht bei dem Kind. Hä? Jo, ich weiß. Hab eher schlechtes Gewissen, dass ich meinen armen Scheißer allein daheim gelassen hab. Mit unserem Kind. Aber wer weiß, vielleicht wird sich ja das Problem mit der Kinderbetreuung leichter lösen lassen, wenn sie bis auf ein paar Ausnahmen nicht nur die weibliche Hälfte unserer Gesellschaft damit beschäftigen wird. Oder wenn die Arbeitsbedingungen besser wären. Oder wenn es fair bezahlt wäre. Aber so wie es jetzt ist, kehrt sie das nicht. Danke. Chrissi Buchmasser. Chrissi Buchmasser. Möchtest du kurz anrufen, ob alles okay ist daheim? Wobei, wenn es um die Zeit nur Montag sind, oder? Wir haben uns das halt fair aufteilt. Ja, ja, genau. Jeder schaut auf eins. Aber weil du genießt, das ist das einzige Alter, wo sie zufrieden sind mit dem, was sie zu essen kriegen. Ja. Wieso kriegt das Pommes und Ketchup? Ja, Burger. Burger, Burger. Genau, Burger. Daher kommt es. Was hast du gesagt, kostet ein 333, lass dir das mal einstehen. 333? Okay. 332 Euro dazu. 332, das ist fast 3 Monate Kinderbetreuung in der Steiermark ist so viel, wie ein Kulli gekostet hat, den der Kickl als Innenminister wollte. 900 Euro. Boah. Oder 5-mal bei der Tafelrunde spielen. Ja, das war so. Ja. 5-mal bei der Tafelrunde spielen. 300 Euro, 5-mal bei der Tafelrunde. Ihr kriegt so viel Geld.
Und eine Flasche Wein. Und eine Flasche Wein. Nein, aber das fand ich schon schön. Das kam auch im Februar raus, dass der Kickl dann als Innenminister Coolis haben wollte, die 900 Euro kosten. Wie? Was können die? Der cool ist, der kann voll füllen, der kann ja so Stimmen nachmachen. Ja. Lustige Telefonate führen. Ja, genau. Lass mich schauen, was habe ich noch aufgeschrieben? In China haben sie zwei Spionagetauben festgenommen, möchte ich was sagen, festgenommen. Mit so einem Ringel? Ja, nein, die Geschichte ist absurd. Sie haben geglaubt in China, das sind indische Spionagetauben, weil sie zwei Tauben mit silbernen Ringeln in der Nähe des chinesischen Finanzzentrums gesichtet haben. Also haben sie es verhaftet. Die haben jetzt 8 Monate bedingt gekriegt. Ja, ja, aber sie gehen durch den Instanzenweg. Aber sie haben erkannt, dass das indische Tauben waren. Warum? Haben die ein drittes Auge gehabt? Oder was war das? Und die haben gesagt, guru, 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 guru. Ja, guru. That's the reason. Was? Dann auf so einem Teppich gesessen. Das ist schon traurig, so Fisch. Vielleicht, wo suchst du die Sau? Aus der Spatzenpost? Nein. Du, nein. Gibt es überhaupt noch die Spatzenpost? Ich glaube, die Spatzenpost. Keine Ahnung, ob es die noch gibt. Du, aber die Geschichte mit den Japanern war aus der Spatzenpost. Ja. Ich erzähle euch die Geschichte und frage euch, wo es war. Ob ihr erraten könnt, wo es war. Ein Mann hatte viel Freude am Beisammensein mit seiner Frau und die kannten sich schon länger und dann hat er sich gedacht, na, dann machen wir ein bisschen was anderes und hat quasi ein Hilfsmittel über sein bestes Stück. Burgenland. Der war billig. Und es war so erfolgreich, dass die Feuerwehr 2,5 Stunden an diesem Ding herumhantieren musste, bis es wieder abgenommen werden konnte. Weil er von der Beichte wurde, was? Wir sollen raten, wo es war oder welches Ding Nein, es war. In welchem Ort, in welchem Land. In was meinst du mit bestes Stück, sein Auto? Verstehe ich. Ja, also sinnbildlich gesprochen hatte er einen Porsche. Okay, Mann, klein. Der Porsche Pech. Hier war denn die Feuerwehr ausgerüstet? War da ein Tunnellöschfahrzeug dabei? Nein, es war für einen Mann. Ja, okay. War kein Kranwagen in dem Fall. Sie mussten sie am Ober schneiden, quasi. Nein, das ja. Ding oder das. Mit so einer Bergeschere. Nein, nicht. Mit einer Bergeschere, das ist schön. Mit einer Bergeschere. Ist das das Ding der Woche? Ja. Ja. Ich glaube, er konnte das Ding eine Woche nicht mehr benutzen. Darf ich es mal ausschauen? Darf ich es mal ausschauen? Gebt es mal herum. Eine Hand reich. Es war in Bad Hölz in Bayern. Ja, wie sollten wir auf das draufkommen? Ich weiß auch nicht. Ich habe mir gedacht, ich muss ja. Keinen einzigen Hinweis. Ich will wissen, was das Ding war. Ich finde das vollkommen uninteressant, was du da erzählst. Der Ring. Ein Ring? Welcher Ring? Ein Penisring? Der von der Taube vielleicht. Ja. 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 Kein Wunder, dass ihm der zu eng war. Ja. Schön, dass wir so viel über Vögel sprechen. Na, ja. Ach Gott, lassen wir es. Meine Damen und Herren, reden wir über schöne Dinge, reden wir darüber, dass Gary Seidel bei uns ist. Hier ist Gary Seidel. Was für eine Überleitung. Always look on the bright. Danke, ich finde die Dinge ja sehr schön, nach wie vor sehr schön. Wirklich. Und Monty Python, always look on the bright side of life. Das heißt, orientieren Sie sich an der Sonnenseite des Lebens. Das Leben des Brian, wer sich noch erinnern kann, die waren uns immer schon voraus. Die haben das damals schon gewusst. Die haben damals nicht nur Männer gekreuzigt. Die haben gewusst, es wird irgendwann nicht mehr gehen. Nicht? Also, ich heiße Brian und meine Frau heißt auch Brian. Ne? Würde heute aber auch nicht mehr gehen. Nein, wir orientieren uns an der Sonnenseite. Und ich sage, die letzten Jahre haben wir wirklich, es ist schön und ich glaube, es geht uns wirklich gut. Und ich sage jetzt einmal, die Pandemie ist jetzt auch wirklich endlich vorbei. Das haben wir, glaube ich, hinter uns gelassen. Es geht allen wieder gut. Jetzt haben wir uns wieder lieb. Nix war.
österreichische Aufarbeitung, muss man auch dazu sagen, aus den Medien, aus dem Sinn. Und endlich ist wieder alles wie früher. Jetzt braucht man nur mehr einen Kaiser, aber der ist auch schon am Knädel. Also das wird es irgendwie nicht mehr werden. Die guten alten Zeiten sind wieder da. Und die Impfung, muss man dazu sagen, haben 25.000 Menschen gerettet. Ja, das finde ich großartig. Also wir wissen zwar bis heute noch nicht, wie viele mit, an oder wegen Corona gestorben sind, aber 25.000 wurden gerettet und das finde ich einmal beachtlich. Und ich habe das schöne Gefühl, dass die Menschen wieder zusammenfinden. Das finde ich auch schön. Tausende kommen auf Demonstrationen zusammen und demonstrieren dort für alle sind gleich, für Meinungsfreiheit, Redefreiheit, Demokratie. Also ich sage, in Zukunft wird es uns wahrscheinlich nicht mehr passieren, dass wir Andersdenkende für 12 Wochen irgendwie von der Gemeinschaft ausschließen. Also insofern haben wir vielleicht auch dazugelernt. Und der Herr Professor Dr. Gartlehn hat ja beim Armin Wolf in der ZIP 2 gesagt, dass der Lockdown der Ungeimpften war ja dann eigentlich nur eine Befriedigung für die Geimpften. Das ist an sich ein eigener Fetisch, den muss man nicht verstehen, aber ja, soll so sein. Aber ich glaube, es geht uns wirklich gut, weil ich war nämlich letztens beim Mediamarkt einkaufen und war beim Zahlen, glaube ich, der 72. Ja, das heißt, 71 Menschen vor mir sind mit lebensnotwendigen Elektrogeräten angestanden. Da war weder eine Dialysemaschine dabei, noch ein Herzschrittmacher. Und darum, glaube ich, geht es uns nicht so schlecht. Ich habe dann einmal geschaut, so habe ich gesagt, also mitbekommen, 10% wurden bar bezahlt, 90% gingen auf Raten von diesen Geräten. Und ich sage einmal, so würden wir nur ausbezahlte Autos auf der Straße fahren haben, dann hätten wir die schönste CO2-Bilanz. Also da kann sie, da wirklich, da hast du keinen Stau. Aber wenn nur mehr ausbezahlte Wagen da draußen umeinander fahren, kann sich der Klimakleber mit dem Rücken, glaube ich, auf den Ring aufbiegen und es fährt ihm keiner zusammen. Also maximal ein Fiaker oder ein Lastenradfahrer vielleicht. Ne? Und dann könnte auch die Frau Minister Gewessler endlich wieder mit einem ordentlichen Dienstwagen unterwegs sein und müsste sich nicht mit diesem 1-2-3-Ticket da durchs Land gefreten, ne? Muss man sagen. Und auch die Aggressivität würde abnehmen. Ja, aber die Autofahrer, ich habe heute erst wieder gelesen, sind so aggressiv. Also diese Autofahrer, diese Klimakleber gegenüber sind die Autofahrer und Rinnen natürlich so aggressiv. Und ich bin draufgekommen, es ist wirklich der Autofahrer. Also nicht der, der den Stau verursacht, sondern der drin steht. Das ist das Arschloch. Also der ist aggressiv. Und jetzt haben sie auf der Brennautobahn biegt, nicht im Winter. Ich bin auch schon mal geklebt im Winter, mit der Zunge am Sessellift bin ich geblieben. Wurde aber damals nicht als Aktion gegen Umweltschäden wahrgenommen, sondern einfach nur deppert, weil ich die Physik ignoriert habe. Was mich interessieren würde, ist, würden die Klimakleber zum Beispiel auf der Landebahn zum Weltwirtschaftsforum bieten, wie die dort reagieren würden? Ja, also ich glaube, die würden sofort einmal rauskommen, Security mit einem Shampoos und Kaviar. Und was macht der Wiener? Der Wiener hupt deppert, wenn einer biegt, nicht? Anstatt dass er mit den Leuten mitfeiert. Und ich muss in meiner eigenen Beobachtung auch sagen, also wenn ich im Auto sitze, bin ich auch ein anderer Mensch. Ja, weil man wieder vom Zweibeiner zum Vierbeiner. Und wenn ich dann auf der Autobahn unterwegs bin, im Urlaub, meist eilig, weil halt Urlaub, und dann fährt dann auf der linken Spur ein Hunderter, ja, also eher ein Klimakleber der besonderen Art, na, da biege ich mich an. Also da hänge ich mich. Aber so knapp. Und hup, und blink, und hup. Nicht? Und meine Frau sagt dann immer, erst, ja, dann fahr halt rechts vorbei. Sag ich, Herzi, das darf ich nicht. Das ist verboten. Nicht? Weil wenn da vorne gegen so eine Kapel stehender steht, habe ich einen Punkt im Führerschein. Nicht? Sagt sie, jetzt sei nicht so aggressiv. Sag ich, ich bin nicht aggressiv. Ja, ich möchte nur aussteigen und ich mit einem Samurai-Schwert das Haupt von den Schultern trennen. Aber man macht's nicht. Man fährt hinterher, ey, weiß man nicht, was man, und dann irgendwann kapiert es, ja, und dann fährt er rechts ran und man nimmt Tempo auf, ja, und dann fährt man an ihm vorbei und du musst drüber schauen, du musst. Du schaust um, weil du willst wissen, wie einer ausschaut, der so fährt, ja. Und er schaut auch rüber, weil er will nämlich auch wissen, wie einer ausschaut, der so fährt. Und dann treffen sich die Blicke und ja, der dumme Deppata, 100, nicht? Und dann schaust du, die Alte sitzt mit einem Pannenträger am Schädel, dort schon in dem Auto drin. Innen haben sie eine Rettungsgasse gebildet, er hat einen Hut auf, da picken laut der Hunderter, kommt offensichtlich gerade von seiner Geburtstagsfeier, kommt dann, und er freut sich, dass er dir jetzt sein Lebenstempo aufs Auge gedrückt hat, ja. Aber ich ärgere mich nicht mehr. Man möchte aber schon. Man möchte so einen leichten Täter, fatz, recht, und der birgt da und paff, durchschlägt die Leitschiene und
detoniert im Gradhocker. Aber es ist wurscht, ja. Es ist, jetzt hat er sein Tempo gefunden, habe ich mir gedacht. Aber es ist wurscht. Und ich bin ja froh, muss ich dazu sagen, dass ich für solche Aktionen noch ein altes Auto habe. Ich habe ein altes Auto, aber mit den Eichen darfst du ja gar nicht mehr so weit zubefahren. Ja. Bremst ja sofort das Wagen. Jetzt muss, kannst du kaum abbiegen, das ist zeigt dann. Du musst da Sicherungen ausreißen. Aber das ist ja, war, nein, da kannst du noch schön mit alten Auto. Kannst, die neuen Autos, die haben jetzt schon so einen Schleichel drinnen, wo man reinblasen muss und das misst dann den, Dings, also, heute dürfte ich gar nicht mehr fahren, den, wie sagt man, den Alkohol in der Atemluft. Ne? Der misst das, ja. Wo ich gesagt habe, Philipp, uns haben sie das Lenkrad gestohlen. Philipp, bist du so lieb und blass in das Röhrchen, dass ich der Papa nach Hause führen kann? Sag, Papa, du sitzt auf der falschen Seite. Und ich muss dazu sagen, wenn Mangerie, also dann ein Mangerie ist während der Fahrt oder zwei und das Wagen riecht es, ja, dann was passiert? Paff! Auto bremst von 140 auf 0, fahrt! Airbag, tsch, vorne aus, Schiebetachel, zack, zirkt in die Stratosphäre rein. Das heißt, wir sitzen dort, abgesehen davon, dass hinter uns die Apokalypse stattfindet, weil der macht einen Kopfstand auf seiner Armaturenbrille hinter uns, nicht? Sitzen wir dort, paff, schneeweiß, vom gepuderten Airbag, also ein Pudertanz im Auto, nicht? Anders als auf der Bellevue-Wiesn damals, nicht, wenn man sich daran noch erinnern kann. Und das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. So, was ich eigentlich sagen wollte. Jetzt stehe ich als 72. in der Schlange. Als 72. Und denke mir, in anderen Ländern schaut es doch anders aus. Da sind die Schlangen auch so lange, aber da steht man wegen anderen Sachen an. Nämlich zum Beispiel, dass man vielleicht noch ein Essen bekommt oder dass man sein Land noch rechtzeitig verlassen kann. Und darum denke ich mir, schauen Sie, wenn das unser Problem ist, ja, okay, der Vogelsalat ist teurer geworden. Easy nicht. Mir tun die Tiere leid. Ja. Danke für die Aufmerksamkeit. Gerrit Seidel. Und das war die Tafelrunde mit Gerrit Seidel, mit Chrissy Buchmasser, mit Lydia Brenner-Kasper, mit Gabriel Castaneda, mit Florian C. Reitner, Sascha Nikolic, Mike Wagner. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.